Hallo ihr Lieben, willkommen auf unserem Kanal The Bear and the Bee und wir befinden uns ja mitten im Oktober und testen uns durch gruselige, mysteriöse Spiele, die so ein bisschen Gruselfaktor haben. Und ja, jetzt ist mir so ein bisschen das Steam Next Fest in die Quere gekommen, also da gibt es immer ganz viele Demos zu testen und auf meiner Wunschliste befand sich schon länger Hell is Others und das werden wir heute gemeinsam ausprobieren. Und ich würde sagen, wir starten einfach in ein neues Spiel. Es läuft in der Kategorie Horror. Wir werden das jetzt mal testen, ob das echt so der Horror ist. Wahrscheinlich ist es die Steuerung Horror, weil es hat Shooting-Elemente mit Dropdown. So, öffne deine Augen. Wow. So, Adam. Also, Adam sind wir. Haben wir keine Augen? Wer könnte das sein? Ich erwarte niemanden. Ich komme. Einen Augenblick. So, WASD ist bewegen. Das kriege ich hin. Da oben haben wir Stufe 1. Unsere Gesundheit. Das Grüne wissen wir jetzt noch nicht. Was haben wir dann? Q wäre wahrscheinlich Verbrauchsgüter. Okay. Und Alt. Fäuste. Okay. 50 Schaden. Okay, das heißt, wir müssen uns prügeln. Und E wäre interagieren. Was schwebt denn da in unserer Wohnung Ekelhaftes rum? So, jetzt gucken wir mal. Okay. Also wir können mit der Haustür interagieren. Wir können ins Bad gehen. Da haben wir nicht wirklich viel. Und da oben wabert irgendwas rum, was mir nicht gefällt. Okay, wer ist da? Es antwortet niemand. Sehr vertrauenserweckend. Untersuche die Situation. Okay. Wer könnte es gewesen sein? Okay. Also diese seht ihr das? Da ist irgendwie Blut. Was macht dieser Bonsai hier? Das soll ein Bonsai sein? Das ist ein Bonsai. Alfred fegt den Hausflur. Ich frage ihn besser. Okay. Können wir das irgendwie untersuchen? Weil das ist irgendwie voll blutig hier. So, hier haben wir einen Fahrstuhl, mit dem wir aktuell nichts tun können, so wie ich das sehe. Alfred der Hase fegt den Hausflur. Hast du geklopft? Ich würde es nicht wagen. Alfred der Portier ist ein Hase. Hast du jemanden vorbeikommen sehen? Nur dich. Vor meiner Tür steht ein Bonsai. Ich sehe es. Weißt du, warum er da steht? Wenn du es selbst nicht weißt. Macht nichts. Danke. Keine Ursache. So, überprüfe den Bonsai. Ich habe ja gesagt, der ist etwas blutig. So, wir können lauschen. Das gehört sich nicht. Aber cool ist es natürlich in so Spielen trotzdem. Wir können hier überall lauschen. Century City Fenster nach draußen schauen. Tiefe Nacht. Dann lass uns doch mal lauschen. Adam horcht an der Tür. Da hat jemand Hunger. Ein monströses Geräusch. Eindeutig hat da jemand Hunger. So, hier. Auch ein monströses Geräusch. Alle hungrig. Ein Topf. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. Lass raten, ein monströses Geräusch. Unsere Nachbarn sind alle gefressen worden. Eindeutig. Diese Fahrstuhlmucke, ne? Das brauche ich jetzt nicht, okay? Bonsai. Notiz lesen. Gieß ihn. Ich komme in 10 Tagen mit einer Belohnung zurück. Aha. Wer kommt in 10 Tagen zurück? Ich verstehe das nicht. Und warum wurde er direkt vor meiner Tür abgestellt? Ich muss nur 10 Tage warten, um es herauszufinden. Ich schreibe mir das besser auf. Ich will den Termin nicht vergessen. Mission hinzugefügt. Ein geheimnisvoller Termin. Öffne das Tagebuch mit... So, ein geheimnisvoller Termin.
Jemand hat einen Bonsai vor meiner Tür abgeliefert. Ich weiß nicht, wer es war und ich weiß definitiv nicht, warum. Ich werde es jedoch bald herausfinden. Der Besitzer des Bonsais wird in 10 Tagen mit einer Belohnung zurückkehren. Wenn es soweit ist, werde ich Alfred bitten, mich auf dem Laufenden zu halten. Wartezeit 10 Tage. Prüfungen, Aufgaben. Okay, was haben wir hier oben? Missionen, Bürger und Ansehen. Okay. Century City, die Tierwelt von Century City. Ramschkatalog. Das Tagebuch. Trautes Heim. Das Haus ist das Nest eines jeden Bürgers von Century City. Hier kann man sich ausruhen, Besitztümer sicher verwahren und Pflanzen kultivieren. Die Fahrstühle stehen jederzeit zur Verfügung, um auf die Straße zu kommen. Okay, ausruhen, Tod. Müll. Unnatürliche sind furchtbare Kreaturen, die sich in den Schatten von Century City verbergen. Es wird empfohlen, sich ihnen vorsichtig zu nähern. Sie haben verschiedene Formen und Arten. Einige sind aggressiver, andere scheu und man sollte unbedingt nach ihren Schwachstellen Ausschau halten. Durch die Jagd auf sie kann man Herzen, Dünger und Pilze erhalten. Okay. Ich muss ihn hineinbringen. Wenn ich ihn hier lasse, wird ihn jemand anders mitnehmen. Jo. Aufheben mit F. What? Was passiert hier? Ist das ein Zauberbonsai? Ein Dimensionsbonsai? Ein Warp-Bonsai? Ich weiß es nicht. Was ist los? Stock. Was? Was war das? Kein Grund zur Sorge, nur ein Stromausfall. Alter, das war ein heftiger Stromausfall. Hast du auch die Explosion in der Ferne gehört? Das habe ich. Das scheint dich nicht wirklich zu interessieren. Wichtig ist, dass der Strom wieder da ist. Wir werden uns morgen darüber Gedanken machen, wenn es die Mühe wert ist. Wie du meinst. So, dann bringe ich mal den Bonsai. Wo soll ich ihn hinstellen? Also, ich finde, der einzige... Aktiviere den Editor. Ich finde, das ist der einzige Platz. Ah, okay. Wo er Platz hat. Er sieht verwelkt aus. Ich sollte ihn gießen. Ich brauche nur ein bisschen Blut. Hahaha. Vielleicht hat Alfred etwas wie Blut. Er wird hier mit Blut gegossen. Blut, hallo. Immer noch hier? Was kann man dagegen tun? Hast du ein Glas Blut? Nein, ich habe es schon für die Pflanzen im Hausflur verbraucht. Oh, dann muss ich runter in die Stadt. Das geht nicht, der Fahrstuhl funktioniert nicht, weil vor kurzem der Strom ausgefallen ist. Oh, das ist ein Problem. Was ist mit dem Blut auf deinem Hemd? Wasch es einfach raus. Ach, du hast recht, ich brauche schließlich nur ein bisschen davon. Gute Nacht. Wasche dein Hemd im Waschbecken. Okay. Wasche dein Hemd im Waschbecken. Ein traditionelles Waschbecken. Klamotten waschen. Ich kann versuchen, das Blut aus dem Hemd zu waschen. Hemd waschen. Wieder sauber. Ich muss es nur abfüllen. Flasche mit Blut. Okay. So. Rustikale Schublade. Okay. Und jetzt? Halten, alles nehmen. So, Tage, es ist Sonntag. Okay, das ist mein Geld. Plötzlich habe ich eine Waffe. Miss Rosebud. Okay. Hallo? Ist das so Drag-and-Drop-Prinzip oder Geruchssinn, Sehvermögen, Bewegungsgeschwindigkeit, Belastbarkeit? Okay, das ist wirklich komplex. Eingabe. Keller öffnen. Oh Gott, Einrichtung auch noch. Rustikal, Festnetztelefon. Trennwand. Tischchen. Aha. Filtern nach Töpfe, Lampe. Oh Gott. Ich mach das wieder zu. So, wie komme ich denn jetzt an diesen saublöden... Wie gieße ich den denn jetzt? Hallo.
Habe ich ihn vielleicht mit Editor an eine blöde Stelle gestellt? Sollte ich ihn... Ich kann ihn nur dahin stellen. Ich könnte das hier ein bisschen darüber. So. Alter, ich kann meine ganze Wohnung umbauen. So. Magnolienbonsai, Topfkapazität, Flasche mit Blut. Bestätigen. Ich glaube, das reicht. Ich kann weiterschlafen. So, das war jetzt ausruhen. Soll ich mich schlafen legen? Wer weiß, was der morgige Tag bringt. Ja, das, wenn jeder von uns wüsste, ne? Schlafen. So, wir werden sehen. Ich bin auch immer mit der brennenden Zigarette. Das macht sich voll gut. So, hier haben wir so unseren blutigen Bonsai. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Ich frage mich, warum man mir einen Bonsai vor die Tür gestellt hat. Der Bonsai ist so das internationale Zeichen für du, pass auf du. Vielleicht gab es einen Notfall und der Besitzer hat gehofft, dass ich mich um ihn kümmern kann. Auf jeden Fall erwarte ich eine Belohnung. Aber ich muss zugeben, es erhebt die Stimmung. Schade, dass es nicht meiner ist. Was ist hier los? Untersuche die Situation. Das ist ein sehr schräges Spiel, aber ich mag. Oh. Oh. Was ist da passiert? Ein Riss. Oh Mist, der Spiegel ist heruntergefallen. Wie ist das passiert? Deshalb, da ist ein Riss in der Wand. Die Wohnanlage fällt auseinander. Hat das Beben das verursacht? Egal, nichts Ernstes. Ich kümmere mich morgen darum. Ich gehe jetzt schlafen. Der morgige Tag rückt schnell näher. Akt 1, das Warten. Auf den Unbekannten. Montag, Tag 1. Klingeling. Okay, das ist eins. Ein Trödler. Octave. Ach, egal. Hallo, spreche ich mit dem Problemlöser? Oh, wir sind ein Problemlöser. Mein Name ist Octave. Ich habe deine Visitenkarte im Papierkorb gefunden. Es heißt, du seist Geschäftsmann. Nun, ich habe ein Geschäft für dich. Es gibt nichts umsonst. Und ich erwarte nichts umsonst. Besuch mich am Eingang des Jardin de la Paix. Ich erkläre dir alles. Ich schaue mir lieber erst den Riss an. Okay. Also, da ist noch der Riss, der ist größer geworden, glaube ich. Und vor allem ist der ganze Schrott auf dem Boden weg. Ha, wie ich befürchtet habe, hat es sich ausgebreitet. Es ist an der Zeit, Alfred zu warnen. Okay, also ich kann da nach wie vor meine Klamotten waschen, sprich mit Alfred. Also. Guten Abend, da ist ein Riss in der Wand meiner Wohnung. Ah, da haben wir es wieder. Das muss das Beben gewesen sein. Kannst du etwas dagegen tun? Was soll ich tun? Eine Lösung finden? Wenn er größer wird, finden wir morgen eine Lösung. Ich habe ihn heute überprüft. Er ist größer als gestern. Aber heute ist nicht morgen. Was? Wir werden morgen sehen, ob es die Mühe wert ist. Okay, ich muss in die Stadt. Funktioniert der Fahrstuhl? Der Handwerker hat den Mechanismus wieder zum Laufen gebracht. Dann mache ich mich gleich auf den Weg. Es kommt nicht oft vor, dass man allein in der Stadt ist. Willst du mit dieser Spielzeugpistole losziehen? Sprich nicht so über meine Waffe. Eben, die hat einen Namen, Miss Rosebud. Wie du meinst. Versuch nicht zu sterben. Möchtest du dein Blut darauf verwetten, dass ich zurückkomme? Wenn du dich darauf einlässt. Abgemacht. Benutze den Fahrstuhl, um die Straßen von Century City zu erreichen. Okay. Also ist auch bis jetzt nicht so richtig Gruselhorror. Nur ein bisschen seltsam, ein bisschen strange. Geschätzte Reisende, der Fahrstuhl fährt gleich ab und alle werden gebeten, auszusteigen. Was sind denn das für Namen, der Fahrstuhlwärter? Ermite. Wir nennen ihn den Fahrstuhlwärter. Halte die Beine beim Abwärtsfahren leicht gespreizt, um die Stabilität zu erhöhen. Nächster Halt, Century City. Es ist einfach nur ein bisschen weird, das Game. Es hat schon so einen gewissen Flair, aber... Also,
Richtig shocking ist es jetzt natürlich auch nicht, aber... Oh, und jetzt Dropdown. Na toll. Der Fahrstuhl hat seinen Zielort erreicht. Bitte aussteigen. Danke für das Vertrauen. Bitte nimm eine Karte des Gebiets als Souvenir. Ich kenne die Stadt sehr gut. Das ist ein Geschenk für unsere Kunden. Na schön, lass mal sehen. Okay, M, öffne die Karte. Schadadaladings, also da müssen wir hin. Wir sind hier und wir müssen hier hin. Zum Château de la Paix. Château Constant? Okay, also ist das ein französisches Spiel? Ich vermute. Okay. Haha, halt. Ich rate dir, auf deinen Pager zu achten. Eine Nachricht wird den Ort des ersten verfügbaren Fahrstuhls anzeigen. Aha. Schau auf die Karte, wenn du nach Hause zurückkehren willst. Natürlich, das weiß ich. Komm nicht zu spät. Übermäßiger Kontakt mit der Stadt kann zu Tod, Diebstahl von Eigentum und Gedächtnisverlust führen. Warum erzählst du mir all das? Es ist nicht mein erster Besuch in der Stadt. Ah, verzeihe die Unverfrorenheit. Viel Spaß in Century City. Jetzt bin ich gespannt. Öffne das Waffenauswahlrad und rüste eine aus. Mit Alt. Bitte. So. Ich bewege mich mit WASD und jetzt haben wir eben diese Top-Down-Optik, die ich irgendwie sehr cool finde. Aber die sehr ungewohnt ist. Wo sehe ich denn, wie viel Munition ich habe? Und, Hilfe? Steuerung? Boah, ist das ungewohnt. So, M. Ich muss jetzt echt bis darüber. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Oh nein, und man kann Sachen durchsuchen. Kann ich einfach alles nehmen? Alles nehmen. Nagel, Papier, Schraube, Mutter. Alles nehmen. So, das heißt, also hier kann ich auch suchen. Oh, weia. Creeds. Geld, okay. Papier, Glühbirne, Hammer. Wir nehmen einfach alles. So. Habe ich ein Inventar? Ich bestimmt ein Inventar. So, hier. Kann man damit irgendwas tun? Wo? Ah, warte mal. Ist das eine Tür? Nee. Das ist ein Fenster. Gott. Ich finde es ziemlich cool gemacht, muss ich ganz... Rennen ist Shift. Hier raschelt irgendwas. Es ist ganz furchtbar. Okay, so weit ist es gar nicht. Dann gehe ich mal hier runter. Hä? Ach, in meinem Lichtschein sind Dinge sichtbar, die sonst... Ach, da ist er ja. Der Problemlöser nehme ich an. Freut mich, dich kennenzulernen. Kommen wir gleich zur Sache. Siehst du das Anwesen am Ende der Einfahrt? Nee. Wenn mich mein Instinkt nicht trügt, ist das Haus voll mit hochwertigem Ramsch. Leider scheint das Tor aber verschlossen zu sein. Könntest du mir bitte zuerst das richtige Werkzeug besorgen, um es zu öffnen? Ganz gewöhnliche Dinge, die in jedem Haushalt zu finden sind. Was bekomme ich im Gegenzug? Wenn du alles richtig machst, eine großartige Chance. Ich warte hier auf dich, komm nicht zu spät. Erfülle Octaves Anforderung. Im Tagebuch findest du weitere Informationen. Journal. Kehr wohlbehalten zurück ist das eine. Ein geheimnisvoller etwas für den Anfang. Schraubenzieher, Hammer, Nagel. Okay. Habe ich nicht einen Nagel sogar? Belohnungsbeleg. Gegenstände abgeliefert. Null. Belohnung, ein Medikit. Okay. Habe ich nicht sogar einen Nagel? Okay. Wirkung von Medizin, Ausdauer. Oh Gott, Leute, ist das komplex. Oh je. Diese Spieluhrmusik macht es jetzt auch nicht irgendwie vertrauenserweckender. Ich mag das sehr, sehr, sehr. So, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich hier. Schauen wir noch mal ins Tagebuch. Ich soll ihm alles bringen, was ich plündern kann. Was für mich Müll ist, ist für ihn eine Gelegenheit.
Also sollen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend ziehen und Ramsch einsammeln? Naja, kann man da irgendwie... Okay, nein. So, also, aber man kann rennen. So, jetzt schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Also ich denke, dass er dieses Anwesen meint, aber wie soll ich denn da reinkommen? Gar nicht. Ah, la, la. Okay. Aber es hieß ja auch, wir sollen Ramsch sammeln, damit wir reinkommen. Also, da hätten wir schon mal den Hammer. Nagelhammer. Schraubenzieher braucht man auch, ne? Es ist cool, dass man das sogar irgendwie der Teppich nach Teppich klingt, wenn man drüber läuft. So, bisher ist hier, ich würde jetzt nicht sagen Totenstille, aber Stille. Welcome. Open. Mal schauen, vielleicht schneide ich das Ganze auch, damit wir... So, noch ein Löffel, Papier. Ich hoffe, man kann das Inventar auch irgendwie vergrößern. Man mehr mit sich rumtragen kann. Und da haben wir einen Schraubendreher. Ich muss nur irgendwas... So, ich würde ja jetzt sagen, wir haben alles. So. Musik ist auf alle Fälle schon mal gruselig. Wie gebe ich ihm das denn jetzt? Hallöchen. Alles, was du so im Haushalt finden kannst, geht für mich in Ordnung. Suche überall. Ja, okay. Ah. So, und Schraubenzieher. Schnell und effizient. Ich finde auch, dass ich schnell war. Nimm derweil das hier mit. Du wirst es brauchen. Na toll. Medikit. So, mal sehen, wie widerstandsfähig dieses Stück Schrott ist. Geschmeidig wie Blut. Was soll ich jetzt tun? Das Anwesen im Park. Ein sauberer Job. Wenig Objekte, aber von hoher Qualität. Beweis mir, dass du die Person bist, die ich suche. Bring mir einfach... mal sehen. Heute brauche ich goldene Gegenstände. Abgemacht. Nur goldene Gegenstände. Das Anwesen wird sicher von diesen Unnatürlichen heimgesucht werden. Hast du genug Kugeln dabei? Nein. Aber in der Stadt bekommt man sie ohne Probleme. Du hast recht. Der Boden in Century City ist so fruchtbar, dass Kugeln spontan aus der Wiese wachsen. Ich weiß nicht, was daran seltsam sein soll. Na dann los, verschwende keine Zeit mehr. Ich warte hier auf dich. Luxuriöser Müll. Öffne das Auswahlrad für Verbrauchsgüter und rüste es auf. Was? Und rüste eine... Okay. Das haben wir jetzt hier unten links ausgerüstet, also hier. Sammle ein paar wilde Kugeln von den Pflanzen im Park. Das ist wirklich wild. Sind das wilde Kugeln? Wilde Kugelpflanze. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was uns begegnet. Da ist auch noch mal so eine wilde Kugelpflanze. Okay. Ich suche das Chateau, bla bla. Chateau Constant. Nach zwei goldenen Objekten. Sieh in den Vitrinen nach. Da bin ich ja jetzt auf dem Weg hin. Sehr gut. So, ich muss einen Weg finden, um hineinzukommen. Ich kann durch die Fenster einsteigen. Ah.
Hilfe, 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 Hilfe. Ba, 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 ba. Oh Gott. Oh. Durchsuche die Leichen der Unnatürlichen, um nützliches Material zu finden. Winziges Herz, Exkremente. Und mein Inventar ist natürlich voll. Ganz toll. Ich schmeiß jetzt einfach mal alles raus. Was keinen Sinn für mich ergibt. So. Jetzt habe ich das genommen. Koffer. So, wie komme ich denn da jetzt durch? Ah, schön, mit einer Rolle. Also, es schaut schon cool aus. Was, wo? Ist ja eklig. So, jetzt habe ich zwei von diesen Herzen. Und meiner Gesundheit, naja, okay, geht so. Geht so, geht so. Schau in den Vitrinen. Ach, das ist schon sehr, sehr schön gemacht hier so von oben. Ist das eine Vitrine? Ich glaube nicht. Badezimmerschrank. Vitrine. Eher hier, oder? Ist das vielleicht eine Vitrine? Kleiderschrank. Fernbedienung, Mikrochip. Wohl eher nicht. Vitrine. Gott, sehr riesig. Wo würde ich als Vitrine stehen? Spinnt. Mikrochip. Ich kann das alles nicht mitnehmen. Das finde ich ganz furchtbar. Kommode. Hallo, wo sind denn jetzt hier Vitrinen? Das ist ja furchtbar. Regal. Schickes Badezimmer mit fetter Wanne. Wo zur Hölle? Also wie gesagt, alles, wo ich ein bisschen länger brauche, würde ich schneiden, damit wir ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Vitrine, Nasse. Kaum erzähle ich was von Schneiden, findet man schon eine Vitrine. Ohrringe, jawohl. Gold, passt. So sehen also Vitrinen aus. So, da ist nix. Ein Billardtisch. Das ist ein Kamin, ha? Huh? Sieh in den Vitrinen nach. So. Vitrine. Und ein Armreif. Was haue ich jetzt dafür weg? Den Nagel. So. Zwei Goldgegenstände. Bring die goldenen Objekte zum Auftraggeber zurück. Ich kann den Namen nicht aussprechen. So, dann rollen wir uns mal wieder durchs Fenster raus. Ja, also wie gesagt, jetzt nicht der Horrorschocker schlechthin, aber schon irgendwie so Mystery. Wieso sehe ich zum Beispiel den nur in meinem Lichtkegel? Hast du die goldenen Gegenstände gefunden, um die ich gebeten habe? Ah, jo. Habe ich. Eins. Zwei. Oh, toll. So schöne Stücke. Absolut würdig für meinen Bestand. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Du bist ein echter Profi. Jetzt erzähl mir von dieser großartigen Chance. Wie ich schon bei unserem Telefonat erwähnte, bin ich ebenfalls Geschäftsmann. Ich beschäftige mich mit dem Export von Ramsch. Ein stetig wachsender Sektor. Seit ich mich in Century City niedergelassen habe, boomt mein Geschäft. Hier findet man den besten Ramsch. Typischer Plunder, den man nirgendwo anders findet. Leider habe ich kürzlich meinen Partner verloren. Er war ein wirklich kluger Mensch, der alles aufgegeben hat, um das Geschäft seines Lebens zu machen. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Partner, mit dem ich meine Gewinne teilen kann. Wärst du daran interessiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nichts gegen eine Beförderung. Hier, nimm das. Das wirst du fortan jeden Tag sehen. Was?
Oh. Geld. Belohnung. Bargeld? Du bist einer der wenigen in der Stadt, die bar bezahlen. Bargeld ist der fairste Weg, seine Schulden zu begleichen. Wie wäre es, wenn du mir deine Adresse gibst? Dann kann ich dir erklären, worum es bei dem Job geht. Klar, komm vorbei. Großartig, wer weiß, was er will. Der bekommt es auch. Oh oh, es gibt einen Fahrstuhl. Ich muss nach Hause, bevor es zu spät ist. Geh schon mal vor, wir sehen uns morgen. Es gibt einen Fahrstuhl? Bis morgen. Sieh dir die Karte an und finde einen verfügbaren Fahrstuhl. Hier? Nee, hier bin ich. Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Ah, jetzt muss ich dahin. Eine Minimap fände ich echt praktisch. Boah, seht euch mal dieses Detailreichtum an. Also, wie gesagt, bin jetzt nicht wirklich der Grusel-Horror-Schocker, aber schon atmosphärisch. So. Ah ja, da ist ein... Da ist ein Fahrstuhl. Oder? Fahrstuhlknopf. Volles Geräusch. Ah, da ist aber auch alles voller Blut da rechts, ne? Der lässt sich Zeit. Der lässt sich extrem Zeit. In der Zeit hätte ich noch irgendwie 25 Truhen hier plündern können. Jee! Hermete. So, Zusammenfassung. Aktuelle Creditpunkte 35. Das heißt also, nächste Stufe gibt es bei 100. Kills. Ich habe 10. Abgeschlossene Mission 0, das ist sehr gut. Überleben 25. Gut. Nach Hause zurückkehren. Bin gespannt, was mir mein Bonsai erzählt. So. Ich bin wieder da. Alfred hat die Wette verloren. Kehre wohlbehalten zurück, sprich mit Alfred. Ich bin wieder da. Ich sehe es. Du hast die Wette verloren. Gib mir, was du mir schuldest. Nimm es, wenn es dich glücklich macht. Ich habe einen sehr klugen Mann getroffen. Wir haben morgen einen Termin. Schön für dich. Diese Person braucht einen Partner und ich bin der richtige Mann. Schön für ihn. Ich hau mich dann mal aufs Ohr. Ich kann den morgigen Tag kaum erwarten. Viel Glück. Danke. Keine Ursache. Gieße den Bonsai und leg dich schlafen. Du kannst gefundene Gegenstände in den Möbeln in deiner Wohnung verstauen. Okay, das heißt also rustikale Schublade. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel diese Herzen hinpflanzen und die Exkremente. Ich habe Exkremente in der Schublade. Nägel. Blutbeutel. Ich muss ja jetzt auch irgendwie wieder den Bonsai gießen. Hilft es denn... Ja, genau. Ich habe nämlich irgendwie nur diesen Blutbeutel. Ja, dann machen wir das halt mal, ne? So. Gieße den Bonsai und leg dich schlafen. Wenn ich mich schlafen lege, sind morgen alle verderblichen Lebensmittel verdorben. Ich muss so schnell wie möglich einen Kühlschrank kaufen. Trotzdem schlafen. Ich schlafe auf sehr seltsame Art und Weise, das möchte ich mal betonen. Ah, ist schon lang her, dass ich einen Bonsai gesehen habe. In dieser Stadt gibt es nur wenige, die sich den Luxus leisten können, ihn zu pflegen. Wer auch immer sein Besitzer ist, muss sehr wohlhabend sein. Ich frage mich, was meine Belohnung dafür sein wird. Ein schöner Tritt in den Hintern. Wer hat das gesagt? Überprüfe den Riss. Wer ist da? Die Stimme schien aus dem Riss zu kommen. Ich muss sie mir eingebildet haben. Tag 2, Dienstag. Und schon wieder klingelt das Telefon. Ja, ihr Lieben, ich will es jetzt eigentlich auch... Also ich meine, ich würde schon gern weiterspielen, weil es gefällt mir saugut.
Ach, vielleicht spiele ich einfach noch ein bisschen und schneide das dann. Stellan, Alkoholiker. Das ist eine Info, die, ja. Hi, bist du der Problemlöser? Ich heiße Stellan. Ein paar Freunde haben mir von dir erzählt. Ich organisiere eine Party. Ich brauche etwas, um das Eis zu brechen. Ich würde es selbst erledigen, aber ich habe heute schon etwas getrunken. Abliefern, Glas Wodka und Waffelriegel. Es gibt nichts umsonst. Ehrliche Geschäfte, lange Freundschaften. Die Party findet in meiner Wohnung in der Citadella statt. Ich soll jetzt echt Waffeln und Wodka besorgen. Waffel. Das wird ja immer schöner. Oh Mist, der Riss ist seit gestern gewachsen und der Riss blutet. Ich muss Alfred davon erzählen. Ich sprich mit Alfred. Alfred, der Riss. Guten Abend, der Riss in der Wand hat sich weiter vergrößert. Es muss das Beben gewesen sein. Kannst du etwas dagegen tun? Morgen. Wenn er größer wird, finden wir eine Lösung. Das hast du mir gestern auch schon gesagt. Was habe ich dir gestern gesagt? Dass ich morgen wiederkommen soll. Dann komm morgen wieder. Aber morgen ist heute. Soweit ich weiß, ist morgen morgen. Ah, vergiss es. Triff Octav im Hausflur. Ah ja. Schön, dich wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie geht es dir? Ah, ich habe in letzter Zeit Schlafprobleme. Alle unternehmungslustigen Menschen haben welche. So habe ich das noch nie gesehen. Du kannst viele Dinge vermitteln. Und du lernst schnell. Danke, also, worum geht es in dem Job? Ich bin ganz Ohr. Du verschwendest also keine Zeit. Du hast wirklich das Zeug zum Geschäftsmann. Wie ich dir schon sagte, ist mein Geschäft der Export von Ramsch. Die Nachfrage ist sehr hoch und ändert sich jeden Tag. Kurz gesagt, ich gebe dir eine Liste mit Kategorien von Gegenständen, die ich jeden Tag brauche, und du musst sie nur besorgen. Entschuldige, dass ich direkt zur Sache komme. Wie hoch ist die Bezahlung? Das hängt davon ab, was du findest. Aber vor allem von deiner Creditstufe. Wie du weißt, wird der Tauschwert von Gegenständen nicht nur durch ihre Seltenheit bestimmt, sondern auch durch das Ansehen derjenigen, die sie verkaufen. Mit anderen Worten, je wertvoller der Gegenstand und je höher deine Creditstufe, desto mehr zahle ich dafür. Klingt gut. Also, willst du anfangen? Kannst kaum erwarten. Wow, nicht schlecht. Dann verschwenden wir mal keine Zeit mehr. Das ist die heutige Aufgabenliste. Also. Trophäe, Sprengstoff, Dünger. Elektronik, Stahl, Medizin. Okay, also wir haben jeden Tag quasi andere Waren, die wir einsammeln müssen. Und jetzt brauche ich auch noch Waffeln und Wodka. Okay. Kann ich das irgendwo aufrufen? Trophäe, Sprengstoff, Dünger. Nimm diese Karte, sie dürfte in der Stadt sehr nützlich sein. Ich brauche sie nicht unbedingt, aber ich nehme sie gern. Schulde ich dir etwas? Komm einfach lebendig mit den Gegenständen zurück, um die ich dich gebeten habe. Abgemacht. Bis bald. Viel Glück, Partner. Verwende den Fahrstuhl, um ein Mehrspielermatch zu beginnen, okay? Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, man hat einen ersten Eindruck gewinnen können. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, wie es hier in der Demo weitergeht, weil hier irgendwas von Mehrspielermatch steht. Aber nachdem ich mich in einer Demo befinde, glaube ich einfach nicht, dass das funktioniert. Ja, also ich fand den ersten Einblick sehr, sehr interessant. Für mich wäre jetzt halt nur wichtig, rauszufinden, geht das auch als Singleplayer weiter oder braucht man zwingend andere Spieler, weil ich eigentlich so der Alleinspieler bin. Ja. Aber wenn das möglich ist, bleibt das definitiv auf meiner Liste, weil ich finde es echt mega cool. Ist irgendwie mal was anderes. Nicht wirklich super gruselig. Aber es hat Atmosphäre. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ciao.